Dankeschön, Herr Präsident. So, die SPD-Fraktion will das also nicht wissen. Aber Kollege Zimmermann, das Problem ist doch ein anderes. Wenn die Piraten es wissen wollen, dann hat man ihnen das zu sagen. Denn der Senat ist verpflichtet. Der Senat ist verpflichtet, Anfragen von Abgeordneten wahrheitsgemäß und umfassend zu beantworten. Und das steht nicht im Gusto der SPD-Fraktion, sondern das ist eine verfassungsrechtliche Pflicht. Das hat das Bundesverfassungsgericht in schönster Klarheit dargestellt. Sie führen aus im Jahre 2013. Ohne Beteiligung am Wissen der Regierung kann das Parlament sein Kontrollrecht gegenüber der Regierung nicht ausüben. Daher kommt dem parlamentarischen Informationsinteresse besonders hohes Gewicht zu, soweit es um die Aufdeckung möglicher Rechtsverstöße und vergleichbarer Missstände innerhalb von Regierung und Verwaltung geht. Ich kann nicht erkennen, dass der Senat die Anfragen des Kollegen Tasch und die Anfragen des Kollegen Lauer zur stillen SMS und zum Einsatz der stillen SMS im Lande Berlin wahrheitsgemäß und umfassend beantwortet hat. Und da hat der Kollege Lauer recht. Das sollte uns alle bekümmern, weil das ist ein Recht des Parlaments gegenüber dem Senat, auf das wir angewiesen sind, um unsere Arbeit hier ordentlich zu machen, im Interesse der Berlinerinnen und Berliner. Und dazu gehören auch Fragen zu Grundrechtseingriffen. Das ist ja gut und schön, Kollege Zimmermann, das ist ja gut und schön, dass Sie der Staatsanwaltschaft und der Polizei vertrauen, dass Sie hier rechtmäßig handeln und die stille SMS im Rahmen der Strafprozessordnung, Klammer auf, man kann zweifeln, ob die Strafprozessordnung eine hinreichende Grundlage für dieses Ermittlungsinstrument ist, Klammer zu, dass Sie das alles nach Recht und Gesetz machen. Allerdings sind wir, was diese geheimen Ermittlungsmethoden angeht, nach der Debatte über die Funkzellenabfrage ja ein gebranntes Kind. Also es besteht der Anlass, Zweifel daran zu haben, ob das so ist. Zur Erinnerung, der Berliner Datenschutzbeauftragte hatte bei der Staatsanwaltschaft da einmal ermittelt, in welchem Umfang die Funkzellenabfrage angewandt wird, ob die Voraussetzungen gegeben sind, ob das Verfahren beachtet wird, ob die Mitteilungspflicht beachtet wird, und hat festgestellt, dass in relativ breitem Umfang, wir haben das hier unzählige Male diskutiert, das alles nicht beachtet wurde. Und das ist ein geheimes Ermittlungsinstrument wie die stille SMS auch. Und von daher ist das Informationsinteresse der Piratenfraktion oder des Kollegen Lauer an dieser Stelle völlig begründet. Ob es das ergibt, dass das nicht rechtmäßig passiert und dass man hier dann entsprechende Folgerungen treffen muss, das können wir ja erst beurteilen, wenn wir das Ergebnis haben. Das werden wir in dieser Legislaturperiode leider nicht mehr kriegen, weil hier der Senat sich in Ausflüchte, und anders kann man das nicht nennen, in Ausflüchte sein Schicksal sucht. Denn die jetzt aufgestellte semantisch interessante These, man hätte das ja nicht beantworten können, weil gefragt worden sei nach Statistik und Sie hätten eine händische Auswertung gemacht und deswegen sei das keine Statistik und deswegen haben Sie es verschwiegen, überzeugt mich schon sprachlich nicht. Denn es ist völlig egal, wie die Statistik hergestellt wird. Ob ich da einen Computer habe und auf den Knopf drücke, was angeblich gehen soll, ich kann das nicht beurteilen, Kollege Lauer hat ja dazu was gesagt, oder ob man das durch eine händische Auswertung macht. Am Ende kriegen Sie eine statistische Aufbereitung. Wir wollen ja nicht die Akten sehen. Und deswegen ist diese Ausflucht, die hier von Seiten der Innenverwaltung und auch von Seiten der Justizverwaltung versucht wurde, kann nicht erfolgreich sein. Ich möchte an Sie appellieren, dass Sie hier um den breiten Konsens, dass es auch geheimer Ermittlungsmethoden bedarf, um Kriminalität zu bekämpfen. Dieser breite Konsens gerät aber in Schieflage, wenn hier Geheimniskrämerei vermutet wird. Ich halte es für keinen klugen Weg, Herr Innensenator, Herr Justizsenator ist ja nicht da, es möge ihm übermittelt werden, wenn man den Eindruck erweckt, wir lassen euch mal lieber nicht in die Karten gucken, finde ich den falschen Weg. Man sollte dem mit Offenheit und Transparenz begegnen. Man hat diese Ermittlungsmaßnahmen nach der Strafprozessordnung, und dann kann man auch mit offenen Karten spielen. Und das wäre genau der richtige Weg, denn wir brauchen eine breite Vertrauensgrundlage in der Gesellschaft, auch gegenüber den Sicherheitsorganen, dass sie rechtmäßig handeln. Und dazu tragen Sie nicht bei, Herr Innensenator, indem Sie hier geheimniskrämerisch die Auskunft verweigern, sondern dazu tragen Sie bei, indem Sie Offenheit und Transparenz an den Tag legen.
Ein Dank an den Datenschutzbeauftragten, noch in männlicher Form, weil es war der Alte, der sich sowohl die Funkzellenabfrage als auch die stille SMS ein bisschen näher angeguckt hat. Ein Dank auch an die Piratenfraktion an dieser Stelle, dass Sie hier hartnäckig, dass Sie hier kreativ und dass Sie an der einen oder anderen Stelle auch vorlaut sich diese geheimen Ermittlungsmaßnahmen mal vorgenommen haben. So funktioniert parlamentarische Demokratie. So kommen wir hier zueinander. Und ich fand es ein bisschen unwürdig, meine letzte Bemerkung, werte Kollegen von der SPD, wie Sie hier mit der Abschiedsrede des Kollegen Höffinghoff umgegangen sind. Das zeugt nicht von gewachsenem parlamentarischen Stil. Ich danke Ihnen.